Hey Leute, heute sitze ich hier mit Janike Stör. Janike hat 2014 bis 2015 ein total spannendes Experiment durchgeführt. Und zwar hat sie für ein Jahr lang 30 verschiedene Jobs ausprobiert. Und es ist echt eine große Ehre für mich, heute hier mit dir zu sitzen. Voll cool, dass es geklappt hat. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Voll schön. Magst du noch mal ganz kurz ein paar Sätze so zu dir sagen, wie so dein Weg bisher verlief und wie es auch zu der Idee für dieses Projekt vielleicht gekommen ist? Also ich bin Janike, ich bin 31 Jahre gerade alt und habe lange für Volkswagen gearbeitet, war da immer unzufrieden irgendwie. Das hatte aber in erster Linie mit mir selbst zu tun, weil ich mich selber nicht gut genug kannte und eigentlich eher durch Zufall in diesen Job geraten bin und dann immer Dingen hinterhergerannt bin, die mir eigentlich im Nachhinein betrachtet egal waren, aber das konnte ich damals nicht auseinanderhalten, so was will ich, was sollen andere, wofür gibt es Anerkennung, und deswegen war ich eben unzufrieden und hatte dann eine persönliche Krise. Mein Vater ist krank geworden, schwer krank, ist dann auch verstorben irgendwann, und da macht man sich nochmal andere Gedanken, wie man das Leben so gestaltet, und ich bin deswegen ausgestiegen und wusste auch nicht so genau, was ich machen sollte, und habe dann in einem Ratgeber die Idee bekommen, Jobs zu testen, um dann sich erstmal reinzufinden und reinzufühlen und dann zu entscheiden, ist der Job was für mich oder nicht. Und so habe ich das Projekt begonnen, 30 Jobs in einem Jahr getestet, einen Blog geschrieben, daraus ist ein Buch entstanden und noch vieles weiteres. Wow, klingt nach einer krassen Journey auf jeden Fall. Also von dieser Idee zu lesen, 30 Jobs zu testen, ist ja eine Sache, aber es dann auch wirklich zu machen, eine andere. Wie hast du den Mut entwickelt und auch die Konsequenz, an diesem Punkt zu sagen, so, jetzt mache ich das wirklich und behalte das nicht nur als Idee in meinem Kopf? Ja, also ich habe erstmal entschieden, dass ich aussteige, und das habe ich unterschrieben. Also ich habe eine freie Stellung beantragt, und ohne zu wissen, dass ich das machen würde, habe ich es unterschrieben und die Entscheidung also fixiert, dass ich keinen Weg mehr zurück hatte. Weil für mich war es wichtig, eben dabei auch bleiben zu müssen, das jetzt durchzuziehen. Und deswegen habe ich relativ früh eben diesen Vertrag unterschrieben, um sicherzustellen, dass ich keinen Rückzieher mache. Und dann hat sich quasi alles Weitere unterwegs ergeben. Es gab noch viel hin und her. Eigentlich wollte ich ein Masterstudium machen, hatte dann sogar irgendwann die Zusage bekommen, hätte das fast alles über den Haufen geschmissen wieder. Aber im Endeffekt hatte ich so viele Ideen und so viele Zweifel, mich jetzt festzulegen auf die eine Sache, dass ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich die Lösung, jetzt verschiedene Dinge auszuprobieren und mich erst im Anschluss zu entscheiden. Das heißt, du hast erstmal alle Brücken abgebrannt hinter dir, um sozusagen gar keine Alternative mehr zu haben, zurückzugehen? Abgebrannt würde ich nicht sagen. Also ich habe ja auch die Möglichkeit, zurückzukehren, aber ich hatte sie eben für einen gewissen Zeitraum nicht. Also es war klar, ich werde gehen und ich werde auch für 3 Jahre definitiv nicht wiederkommen und keinen Job haben, der bezahlt ist. Es sei denn, ich organisiere in mir halt. Und stehe natürlich immer noch in Kontakt mit meinen damaligen Freunden und Kollegen. Das heißt, es gibt noch Brücken zurück. Aber genau, der Weg ging nach vorne und ging in das neue Projekt und hat sich dann immer Schritt für Schritt weiterentwickelt. Das ist ja das Schöne eigentlich. Vieles von dem, wo ich heute stehe oder was ich heute mache, war überhaupt gar nicht absehbar zu der Zeit. Das ist ja meistens so, ne, dass man am Anfang noch gar nicht erkennt, was hinter der Ecke liegt, und dann erst, wenn man davor gegangen ist, kann man sozusagen den Blick dahin werfen. Ja, und vieles ist einfach auch zufällig entstanden. Zufällig will ich vielleicht gar nicht so sagen, aber viele Begegnungen mit Menschen, die sich zufällig ergeben haben, haben zu etwas geführt, was total toll war. Der Buchvertrag, das war überhaupt gar nicht absehbar, das war auch nicht das Ziel. Menschen, denen ich auf Konferenzen begegnet bin, mit denen ich heute was zusammen mache beruflich. Also vieles ergibt sich einfach beim Tun, habe ich festgestellt. Cool. Ja. Würdest du sagen, oder was gab es bisher auf deinem Weg für signifikante Tiefpunkte und wie bist du damit umgegangen? Auf meinem gesamten Lebensweg? Nee, vielleicht seit diesem Experiment. Ah ja. Also es gab eine Krise im ersten Drittel des Projektes. Da ging es mir gar nicht gut, da hatte ich so Schwindelanfälle und ich bin nachts aufgewacht aus den Tiefschlafphasen und der Raum hat sich gedreht und dann bin ich natürlich zum Arzt gegangen und wollte wissen, was los ist und hatte gehofft, dass der mir irgendwann irgendwelche Tabletten gibt und dass dann schon alles wieder gut wird. Und der Arzt rief dann irgendwann auch an und sagte, Frau Stör, alles in Ordnung. Machen Sie sich mal Gedanken, ob das irgendwie psychisch bedingt sein könnte. Und ich dachte, ich bin ja schon ausgestiegen, ich mache ja jetzt schon irgendwie alles, was soll ich noch machen? Und dann bin ich anstattdessen nach Irland gefahren,
Ich hatte irgendwann mal zufällig irgendwo ganz billig einen Flug bekommen, habe den nie storniert, weil ich dachte eh, also ich hätte kein Geld wieder bekommen. Und dann zufällig genau an diese Zeit fiel dann diese E-Mail oder kam dann der Aufruf hier, Sie müssen jetzt einchecken. Und dachte ich, okay, habe alles andere abgeblasen und bin nach Irland und habe dann mir eine Auszeit genommen. 3 Wochen lang bin ich mit dem Wohnmobil oder 4 Wochen waren es, glaube ich, rumgefahren, hatte keinen Fernseher dabei, natürlich kein Internet, kaum Bücher. Also habe mich wirklich, habe mir Ruhe gegönnt oder Stille und das hat mir total geholfen, nochmal zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich und Kräfte zu sammeln. Das war total gut. Also es war auch so ein Wendepunkt in meinem Leben, würde ich sagen. Und danach bin ich sehr viel erholter wiedergekommen, Schwindel nie wieder seitdem gehabt, war viel fokussierter und klarer und habe ja meinen eigenen Weg letztlich auch gefunden. Und ich würde sagen, das war schon sehr entscheidend dafür. Also so mal bewusste Auszeiten zu nehmen, auszusteigen und mal sein Leben von der Außenperspektive zu betrachten. Genau, weil sonst rennt man immer in diesem Kreislauf und hetzt von einem Termin zum anderen. Und dann weiß man gar nicht, woher die Unzufriedenheit kommt oder vielleicht der Schwindel in meinem Fall. Also wenn man sich die Zeit nimmt, mal zurückzutreten und wirklich zu gucken, was geht gerade so vor in meinem Leben. Ist das alles gut? Ist das alles so, wie ich mir das erhofft hatte? Und was kann ich tun, um das vielleicht zu verändern oder zu verbessern? Das ist schon wichtig und gut. Voll schön. Du hast ja erzählt bei dem Talk jetzt vor ein paar Tagen, dass ein Kriterium für dich war, für diese Jobs, die du ausgetestet hast, dass die Leute, denen du folgst, sozusagen ihren Job mit Begeisterung machen, dass sie wirklich mit vollem Herzen dabei sind. Kannst du ein Muster erkennen, was bei all diesen Menschen, die sozusagen mit Begeisterung ihren Job gemacht haben, was die gemein hatten, was die vielleicht, was ihr Arbeitsumfeld anging oder die Einstellung? Nee. Also, naja, doch. Das, was ich herausgefunden habe, ist, alle Menschen sind super verschieden. Das, was ihnen Spaß macht, ist auch super verschieden. Also ich habe ja 30 verschiedene Berufe ausprobiert und manche davon liegen mir halt überhaupt gar nicht und andere davon schon eher. Aber die Leidenschaft hatten sie alle gemein, das ist das eine. Und sie waren intrinsisch motiviert. Das bedeutet ja, dass die Motivation aus einem selbst herauskommt und nicht wie bei mir auch früher im Leben, dadurch gekommen ist, dass ich zum Beispiel viel Geld verdiene, dass ich viel Anerkennung bekomme. Also alles das, was außen liegt, diese extrinsische Motivation, hatten die nicht, sondern das kam bei ihnen aus dem Inneren, weil sie es halt machen wollten, weil sie Bock drauf hatten, weil es Spaß machte. Okay. Weil sie was Sinnvolles machen wollten. Das hatten die gemeinsam. Okay, schön. Glaubst du, dass dieses Experiment, was du gemacht hast, dass das eine sinnvolle Sache ist für viele junge Menschen, dass das sozusagen jeder mal machen sollte in seinem Leben? Und gibt es irgendwie ein Kriterium, was man erfüllen muss als junger Mensch, damit das vielleicht der richtige Weg ist, den man einschlagen kann, mal so ein Job-Experiment zu starten? Also ich bin total für das Ausprobieren und ich finde es total hilfreich und wichtig. Und gut, ich glaube, niemand muss das so extrem machen, wie ich das gemacht habe. Ich hätte auch nicht 30 Jobs gebraucht, aber ich wusste es einfach nicht besser vorher. Und deswegen habe ich es halt gemacht und das war auch gut für mich. Aber man kann das auch viel einfacher und kleiner machen. Also wenn man Ideen hat, was man werden möchte, kann man einfach mit den Leuten sprechen, sie mal fragen, was ist das, was bedeutet es eigentlich, diesen Beruf in der Praxis zu machen. Man kann ein Praktikum machen, man kann ehrenamtlich sich engagieren, man kann eine kleine Selbstständigkeit nebenbei haben, man kann auch unentgeltlich irgendwelche Dienstleistungen bei Freunden anbieten, bei den Eltern. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Das halte ich schon für wichtig und das kann jeder machen. Ja, da stimme ich dir voll überein, auf jeden Fall. Du hast ja bei deinem 30-Tage-Job-Experiment einmal auch als Hebamme gearbeitet, wenn ich das richtig erinnere. Und hast du auch die Geburt von einem jungen Menschen mit beobachtet. Jetzt hast du ja sozusagen den Start ins Leben live miterlebt. Du hast auch erfahren, wie es ist, wenn du einen geliebten Menschen verlierst. Hat sich durch diese Erfahrung irgendwie deine Einstellung zum Leben und zum Tod verändert? Und was würdest du sagen, wer ist für dich wichtig, am Ende deines Lebens gemacht zu haben, um auf dem Sterbebett nicht zu bereuen? Also durch den Tod hat sich bei mir schon einiges verändert. Also ich habe mir grundlegende Gedanken gemacht über mein Leben und wie ich es gestalten will. Und die Geburt war auch ein ganz besonderes Ereignis. Und das, was ich mir vorgenommen habe für mein Leben, ist, dass ich selber gestalten möchte. Und das erlebe ich bei vielen leider anders. Also, und das habe ich auch früher anders gemacht,
dass die oft so passiv angetrieben sind. Also da passieren Dinge und dann machen sie es halt. Oder der Job macht keinen Spaß, aber so ist es halt. Also ich habe gelernt, dass ich sehr, sehr viel in der Hand habe und das, was ich ändern kann, möchte ich auch ändern zum Guten. Also ich will mich darum kümmern, dass es mir gut geht und dafür eben die notwendigen Schritte einleiten, auch wenn es manchmal unangenehm ist oder das heißt, einen Job aufzugeben oder vielleicht auch eine Beziehung zu verlassen oder sich selbstständig zu machen, auch wenn das Risiko bedeutet. Also ich möchte einfach mein Leben aktiv leben und dann, glaube ich, bereut man auch nichts am Ende des Lebens. Wow. Was glaubst du, warum das so viele Menschen nicht machen? Warum so viele Menschen reaktiv auf die Umstände nur reagieren und nicht selbst gestalten? Weil wenn ich mal von mir selber ausgehe, dann, ich habe früher nicht dran geglaubt, dass das möglich ist. Und es ist aber möglich. Also man muss einfach die Dinge tun. Weil es ist theoretisch, in der Theorie ist es total einfach. Die Dinge, die man anstößt und die man macht, die passieren dann auch. Also es gehört auch natürlich immer ein bisschen Glück dazu, aber man hat so viel in der Hand. Und das war mir überhaupt gar nicht bewusst, wie viel Gestaltungsfreiraum man eigentlich hat. Und ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Okay. Na, dann ist es doch umso besser, dass wir jetzt so langsam mal die Leute aufrütteln, ne? Ja, klar. Ja. Du hast ein Buch geschrieben, du hast auf deinem Blog über deine Erfahrungen berichtet, du hältst Vorträge. Was ist so deine Motivation, weiterzugeben, was du gelernt hast und was du so für Erfahrungen gemacht hast? Also mein Antrieb ist es, Orientierung zu geben, weil ich sie so lange selber gesucht habe. Und ich weiß einfach, was es bedeutet, sie nicht zu haben. Und ich weiß auch, was es bedeutet, sie zu haben. Und weil es mir so gut geht, möchte ich natürlich, also ich wünsche mir, dass es anderen auch gut geht. Und wenn ich da ein Stück zu beitragen kann, einfach Wege aufzuzeigen, dann macht mich das glücklich. Schön. Was ist denn so eine der häufigsten Fragen, die du so, wenn du Vorträge hältst, bekommst so, oder in Q&A-Sessions? Wie organisiert man sich 30 Jobs? Eigentlich, das ist die häufigste Frage. Ja, und wie hast du das gemacht? Schritt für Schritt. Ich habe erst einen organisiert, dann den zweiten, dann den dritten, dann den vierten, dann den fünften. Und das Wichtigste, glaube ich, also mehrere wichtige Dinge, ich habe gefragt. Also es passiert nicht einfach so, sondern man muss fragen. Und ich habe nur leidenschaftliche Menschen gesucht und habe dann die gefragt, ob sie mir erklären können, was den Job für sie so besonders macht. Das war total wichtig und habe immer meine Antriebe so erklärt, also meine Motivation dahinter. Also ich habe mit sehr offenen Karten gespielt. Ich habe erst gedacht, wie soll ich das organisieren? Ich habe die Ausbildung nicht für die Jobs. Und wenn die Firmen dann merken, dass ich schnell wieder weg bin, dann klappt das nicht. Also das ist auch wichtig, glaube ich, transparent zu sein. Total. Ich glaube auch, dass das Warum eigentlich so mit eine der fundamentalsten Fragen ist, wenn man Leute kennenlernt. Ne? Warum machst du das, was du machst? Ja. Stark. In deinem TED-Talk hast du eine sehr schöne Geschichte erwähnt, und zwar die mit der Prinzessin auf der Erbse. Mhm. Und du meintest so, dass du selbst das Gefühl hattest, so jahrelang auf so einer Erbse gelegen zu haben und so Stück für Stück die Matratzen entfernt hast. Hast du die Erbse mittlerweile gefunden? Genau, also das war eine Metapher, die ich verwendet habe, weil ich konnte das nicht so gut beschreiben, wie es mir eigentlich ging, weil von außen betrachtet hatte ich immer das perfekte Leben. Ich hatte viel verdient, ich hatte ein Auto, ich hatte eine Top-Wohnung, Karriereaussichten und diese Unzufriedenheit, dass immer irgendwie was gedrückt hat und da nicht in Ordnung war. Danach habe ich ja gesucht, das herauszufinden und ich habe festgestellt, dass es eigentlich so die Verbindung zu mir selbst war oder das mich selbst kennen, meine Intuition. Weil je mehr man sich an dem Außen orientiert oder quasi die extrinsische Motivation, die ich vorhin erwähnt hatte, der unterliegt, desto weiter entfernt man sich von sich selbst, weil man von außen gezogen wird und nicht von innen angetrieben wird. Und deswegen glaube ich, gibt es immer eine Diskrepanz zwischen was mache ich und was will ich eigentlich. Und das war irgendwie die Erbse, die so gedrückt hat. Und das ist nicht schlimm. Also ich habe sie sozusagen, das Bild war eigentlich, dass ich sie nicht weggegeben habe oder losgeworden bin, sondern ich habe sie zu mir genommen und sozusagen gefunden und integriere sie jetzt in mein Leben. Das ist ganz wichtig gewesen für mich. Okay. Wie würdest du sagen,
Oder kannst du das überhaupt verallgemeinern, wie man sozusagen Kontakt wieder zur eigenen Intuition herstellt? Oder ist das für jeden Menschen anders? Also die Stille hilft, sich Zeit nehmen und reflektieren. Und was auch hilft, ist, sich auszuprobieren. Weil ich glaube, dass wir verschiedene Identitäten haben. Also unsere Persönlichkeit ist so komplex und vielfältig. Und wir kennen immer nur einen Ausschnitt davon. Und zwar kennen wir den Ausschnitt zu den Dingen, die wir tun und zu denen wir Feedback bekommen. Und der Mensch sind wir dann oder glauben wir zu sein. Und je mehr man tut und je mehr Feedback man bekommt zu dem, was man tut, desto besser lernt man sich kennen. Also das Ausprobieren halte ich für sehr wichtig. Und desto mehr Stärken entdeckt man vielleicht auch bei sich selbst. Genau, und auch überraschende Dinge, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das kann. Also ich habe, wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, wo ich heute stehe, hätte ich es nicht geglaubt. Nee, hätte ich gesagt, nee, das bin ich nicht, das kann ich nicht. Ja, cool. Noch 2 letzte Fragen jetzt zum Abschluss. Die eine bezieht sich auf dein neuestes Projekt. Du hast ja jetzt dich entschieden, nochmal ein weiteres Jahr Jobs zu testen, diesmal eher Jobs der Zukunft. Was glaubst du, was Qualifikationen sind oder Kenntnisse oder Skills generell, die man haben muss, um in Jobs der Zukunft sozusagen einen Fuß fassen zu können? Und wo kann man diese Kenntnisse, Fähigkeiten erwerben? Also es gibt ja sozusagen Übersichten, welche Kompetenzen gefragt sein werden. Dazu zählt Kreativität, vernetztes Denken, Problemlösefähigkeit unter anderem. Und in dem Schulsystem und in der Ausbildung und im Studium erlebe ich, dass es wenig vermittelt wird. Ich glaube, dass man in der Praxis sehr gut lernen kann. Also dass man sozusagen das, was einen interessiert, sich selber holt. Also so mache ich das. Wenn ich irgendwas lernen will, dann suche ich mir jemanden, der das kann und dann frage ich den. Und das funktioniert für mich total gut. Also beim Tun lerne ich am besten. Und ich glaube, dass das anderen auch so gehen kann. Okay. Das heißt, wenn man für die Jobs der Zukunft gerüstet sein will, dann einfach tun und ausprobieren und mit Menschen sprechen. Ja, das ist natürlich jetzt vereinfacht formuliert, aber das ist eine gute Grundlage. Cool. Du hast ja super viele Ratgeber auch gelesen, so vor allem in der Zeit, wo du so unzufrieden warst in deinem Leben und sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Gibt es irgendwie einen Ratschlag, den du jungen Menschen, die vielleicht gerade mit ihrem Abi fertig sind, mitgeben kannst, wie sie ihren eigenen Weg solide gehen und finden können? Ich glaube, dass es individuell ist, dass jeder Weg ist anders. Aber ich würde versuchen, das ist natürlich jetzt leicht gesagt, in mich hineinzuhören und mich nicht stressen zu lassen und einfach bei mir zu bleiben, zu gucken, was gefällt mir, was geht mir leicht von der Hand, wo fühle ich mich wohl. Das ist jetzt relativ pauschal, aber es sind gute Ansätze, denke ich. Ja, also aus meiner Erfahrung auch auf jeden Fall. Cool. Ja, für die Leute, die noch mehr von dir lesen wollen und mitbekommen wollen, die können gerne auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Ich packe nochmal die Seite von Jannike da rein und genau, auch den Link zu deinem Buch. Und genau, da könnt ihr nochmal schauen, wenn euch das interessiert. Dir auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei deinem neuesten Projekt. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.